Jetzt müssen wir in einen ganz bestimmten Bereich vordringen. Denn wir brauchen später für eine gewisse Tür ein Passwort. Und dieses Passwort können wir uns nur an einer bestimmten Stelle holen. Das, was wir jetzt machen werden... Oh Gott, und hier die Musik ist auch schon creepy. Ach, jetzt sind wir hier. Ja, jetzt sind wir schon im letzten Bereich. Hier müssen wir später hin. Dauert alle noch eine Weile, obwohl wir jetzt fast schon da sind. Was ist denn da los? Was? Diese Stimme? Er ist unbrauchbar. Er ist immer noch so verängstigt. Wie ist es gelaufen, Oberst Mullen? Konnten Sie das Dorf des menschlichen Wesens orten? Nein, sein Kopf ist blockiert. Er kennt nicht mal seinen Namen, geschweige denn, wo das Dorf ist. Nanas Gruppe ist zu weit gegangen. Das ist immer so. Sie sind skrupellos. Ich werde Sie warnen müssen. Herr Mullen, was haben Sie mit dem menschlichen Kind vor? Sie denken doch nicht an... Nun, sanfter Lin. Hatten Sie daran gedacht? Nein, eigentlich nicht. Keine Sorge, wir verprügeln ihn nicht. Wir haben das Recht auf unserer Seite. Diese Operation ist wichtig. Dennoch denke ich, wir sollten dem ersten Plan folgen. Also, mach keine Faxen, Lin. Ja, Sir, Herr Mullen. Boah, alter Schwede. Wie geht's dir, Justin? Hast du den Jungen gefunden? Ich höre seine Stimme nicht mehr. Sicher, ich habe ihn gefunden. Und der Typ war auch da. Der, den wir in den Sultruin trafen und sich Mullane nannte oder so. Was, der blonde Typ? Ja, der ist es. Er sagte, er würde Justin platt machen. Nun sehe ich geplättet aus. Was war ein harter Kampf. Woher weiß Fina das denn? Aber der Typ, wie kann er mit dem Jungen reden? Wer denkt er, wer er ist? Zuerst müssen wir den Jungen retten. Also, los geht's. Okay, aber wir können den nicht wirklich retten, weil wir hier nicht runter können. Wir müssen durch andere Wege. Baracken. Ja, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Wir müssen natürlich nur noch anderswo hin. So. Jetzt kommen wir hier nämlich gleich raus. Yeah. Und das Problem... Justin, schau! Hä? Vielleicht öffnet die rechten Knöpfe die Tür. Ja, das Problem ist, die Tastenkombination kennen wir nicht. Wir müssen hier lang. Keine Ahnung, wo genau. Mal eben gucken. Ja, doch, da müssen wir weiter. Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Immer überall langlaufen ist sehr, sehr wichtig in diesem Game. Dann kommt man nämlich auch überall hin. So, da müssen wir nicht rein, da können wir nichts Neues. Hier können wir auch nichts machen. Da allerdings sehen wir schon mal ein Schwert dahin liegen. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Was kriegen wir hier mit? Hey, die schönsten weiblichen Offiziere wurden gewählt. Hier sind die Ergebnisse des Wettbewerbs. Und? Er ist Leutnant Lin wieder die Nummer 1? Ich hätte es wissen müssen. Sie ist bei weitem die Beste. Gefolgt von Hauptmann Mio. Wieder einmal. Leutnant Lin ist wirklich beliebt bei uns, bei ihren Untergebenen. Dass Mio die Zweite ist, wundert einen ja jetzt. Ist ja auch Geschmackssache, wen von denen, ne? Also wenn man mal Lin außen vor lässt, hat man ja Saki, Nana und Mio. Welchen von denen mögt ihr denn am liebsten? Von den drei Damen. Also mir war eigentlich immer Nana die sympathischste von denen. So, und hier können wir rein. Alles okay, Hauptmann Saki hat gerne dann auf der Grandeur... Hey, wer ist da? Wow, sie haben uns gefunden. Dass ihr militärische Geheimnisse kennt, darf ich euch nicht leben lassen. Schotter.
Gefreite. Mit episch geiler Mucke. Und die Gefreiten haben 110 und der eine will seinen starken Wind-Spezial-Move machen. Ich muss auf Warte mal. Mach mal den W-Schlag. Ich muss nur noch einmal, dann habe ich auch eine Keulenerhöhung. Dann lernen wir auch bald eine neue Fähigkeit. Oh, nice, er lernt. Schockwelle! Oh, direkt gekillt. Sue darf auf jeden Fall mal beben. Setz mal beben ein. Und Fina setzt mal Heuler ein. Immer so die Möglichkeit, so ein bisschen die Fähigkeiten erhöhen. Earthquakes are scary! Das ist fieses Viech, ey. Naja, alles easy. Dadurch können wir jetzt wenigstens in die Möglichkeit, dass wir uns ein bisschen Energy, beziehungsweise ein bisschen Farm holen. Unsere Fähigkeiten erhöht kriegen. Jetzt können wir gleich mal gucken, ob ich Justin die Keule lasse oder ob man auf ein Schwert oder Axt wechselt. Je nachdem, was sie dann wieder erlernt. Der Typ ist fast down. Greift erstmal Sue an. Windelpuper, ich glaube, es hackt, ey. Justin greift ganz normal so an. Und Fina greift auch ganz normal so an. Peitsche Stufe höher. Nice. Oh, ein Bürostuhl, Leute. Oh, hat richtig schöne Erfahrung. Nice. So, was haben wir denn da? Wind auf 16. Das müssen wir bei Justin. Das erhöht sich von selbst. Feuer muss auf jeden Fall hoch. Bei Sue läuft das von selbst. Bei Fina ist Wind fast höher. Das ist nice. Wind muss nämlich hoch. Wir gucken jetzt mal eben gleich nach, wie unsere Fähigkeiten jetzt genau sind. Wichtig ist, dass man hier zum Beispiel runter kann und diese Truhe knackt. Da ist nämlich drin ein S-Uniform. Ja, S-Uniform. Ausrüstung. Die können wir laut Justin, glaube ich, tragen. Nein, die ist zu schwach. 36 und 41. Dann kriegt die mal zu, dass sie eine schlechte Verteidigung hat. Und jetzt gucken wir mal eben auf Techniken. 5. Okay, 5 auf Brenne, damit er eine neue Fähigkeit lernt auf Feuer. Da 4. Da 4 ist wahrscheinlich die Feuersäule wieder. Und da Spezialtipp. Spezialtechniken da. Keule 10, Axt 12. Bleiben wir erstmal bei Keule also. Keule müssen wir auf 10 hochkriegen und dann können wir so eine Weile außen vor lassen. Okay, bei Sue. Keule 7. Ja, Sue müsste auch mit Keulen arbeiten, aber braucht eigentlich gar nicht. Das ist so ein Quatsch. Sue auf Keulen zu spielen ist eigentlich Blödsinn. Okay, auf Stufe 9, 10 eine neue Fähigkeit. Und da auf Stufe 6, das hat sie bald. Das ist nice. Fina, Stufe 2. Stufe 2 Wind hat sie bald. Und da lernt sie eine ganz coole Fähigkeit für uns. Dann auf 6 wird wahrscheinlich auch der Heulerschlag sein. Das ist alles noch uninteressant. Und da mit den Messern auf 10 ist Quatsch, machen wir nicht. Peitsche auf 14 müssen sie noch kriegen. Ja. Also mit Fina erstmal Heuler einsetzen und mit Justin Feuer so ein bisschen. Ein bisschen gucken. Aber ganz gut, machen sie ganz gut. Wir können jetzt auch in diese verschiedenen Sachen auch mal reingucken. Was denkst du von der neuen Welt? Ist es nicht härter als Pam? Ach, überhaupt nicht. Ich bin froh, mit überlegenen Leuten wie ihnen zu arbeiten, Sir. Oh, ich bin nicht überlegen. Da können wir auch noch später rein. Ja, wir können jetzt in kaum irgendein Zimmer wirklich rein, sag ich mal. Da kommen wir später noch überall hin. Auch nichts Besonderes. Dann werden wir wohl gleich in ein ganz bestimmtes Gebiet gehen. So, hier müssen wir rein. Der Rest führt uns, glaube ich, nur im Kreis. Jawohl, das ist es. Und hier werde ich. Ja. Hier geht jetzt die Post ab, Leute. Hier wird's ab 18. So. Hey, was ist das? Ah, Mio. Ah, oh, diese neue Welt ist so heiß. Ich habe Hitzebläschen in meinem BH und schau in meiner Unterwäsche auch. Alter. Oh, das ist merkwürdig. Nach meinen Berechnungen brauchst du gar keinen BH.
Hört auf, über die Hitze zu sprechen. Ich fühle mich nur noch heißer. Wie dem auch sei, warum hat Herr Molensaki ausgesucht? Er sollte mir Befehle erteilen. Siehst du, verstehst du jetzt? Herr Molen hat viel von mir. Definitiv. Übrigens, die Türkombination der Bestie war hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts. Hast du jetzt auch Hitzebläschen auf dem Hirn? Sie war rechts, links, runter, runter, hoch, hoch, du Trottel. Ah, ihr liegt beide falsch. Sie lautet rechts, rechts, links, links, runter, hoch. Wirklich? Also rechts, rechts, links, runter, hoch. Okay, ich hab's mir gemerkt. Von den Beasts kann man nicht einfach sagen, ich hab's vergessen. Versag nicht, okay? Ich werde eine... Verzeihung. Boah, der Süßstoff, ey, der muss echt umstoßen. Ich werde an so einem einfachen Job nicht scheitern. Ich werde es einfach machen. Wir werden sehen, man muss es singen. Re-re-li-li, ruh-ho-ruh-hoch. Re-re-li-li, ruh-ho-ruh-hoch. Oh Gott. Jetzt können wir hier weiter krabbeln. Jetzt ist das aber leider vorbei. Man hört nichts mehr. Die sind jetzt fertig. Schade. Hihi, schnell weg. Können wir noch mal reingehen? Es geht noch weiter. Hör auf zu singen. Gut, perfekt. Mit einem Spatzenhirn, das sich noch nicht einmal sowas merken kann, bist du ein toller Einsatzleiter. Sei ruhig. Was du auch sagst, Herr Mund vertraut der meisten. Oh, könnte das Liebe sein? Aber die kann auch so niedlich gucken, ey. Nein, das kann nicht sein. Das ist so geil. Ich will die ganze Zeit am liebsten hier hin und her laufen, um die Gespräche zu hören. Ja, ich muss den Job für Mullen erfüllen. Also rechts, rechts, links, links, hoch, runter, hoch, runter. Rechts, links, runter, hoch, runter, hoch. Wie mit der Kombination da alle am Überlegen sind. Kannst du es dir nicht merken? Ah, sing es wie ein Mantra. Ach, komm, einmal noch. Das ist das letzte Mal. Gut, perfekt. Ein Spatzenhirn. Du bist so trocken. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben uns die Sequenzen alle angehört. Nein, das kann nicht sein. Oh, Nana, herrlich. Okay. Ich muss es mir auch vorsingen. Fina, warum kannst du hier stehen? Dein Kopf geht ja doch durch. Da haben wir noch einen Weg. Was? Wer könntet ihr sein? Ihr Invasoren! Okay, da ist gar nichts. Der Typ steht da einfach nur rum. Nehmen wir als Training. Easy. Nehmen wir als Training. Gefreiter. Dann zeige ich euch mal unseren neuen Move, wenn das geht. Nein, Kai, ich habe zu wenig. Schockwelle. Das kann ich nicht machen. Brenne! Burnout. Nicht die Krankheit Burnout, sondern Burnout. Beben. Denn auch Sus Fähigkeit erhöht sich gleich. Und Fina macht einmal Heuler. Das müsste eigentlich auch reichen, um ihre Fähigkeit zu erhöhen und eine neue Technik zu lernen. Das war knapp. Der eine Typ da setzt gerade zum Schlag an. Hier werden wir, das kann ich jetzt auch schon mal verraten, das ist auch so schön, hier werden wir innerhalb der Galay-Basis, werden wir uns drei Bosskämpfen stellen müssen, die eigentlich relativ schnell hintereinander kommen. So, wer jetzt einigermaßen intelligent ist im Kopf und sich einigermaßen was drauf reimen kann, weiß, gegen wen wir hier antreten müssen. Läufer gelernt, nice. Wenn es drei Bosskämpfe sind, ne? Drei Bosskämpfe, wer könnte denn hier der Boss sein? Wen kennen wir denn? Hm? Ein Twinker, Twinker. Ach Gott. Ich gebe euch einen Tipp. Eine von denen hat ein Mantra gesungen. Ach ja. Der Typ löst sich auf. Bin tot. Okay, hier gibt's glaube ich gar nichts, deswegen wir da runter können, müssten, sollten. Zu nein. Gehen wir wieder zurück. Und jetzt machen wir uns auch auf den Weg. Da, 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 da. Da, da, da.
Wobei ich sagen muss, der erste Fight ist immer der schwerste, finde ich. Ja, weil er so überraschend kommt. Aber gut. Ich spoilere nicht zu viel. Darum brauchen wir eigentlich gar nicht lang gehen da oben. Das ist Quatsch, das machen wir auch nicht. Was soll denn das? Der führt einfach nichts hin hier. Der ist einfach. Den nehmen wir aber mit. Ich bin der Sauberste. Ich bin so sauber, dass kein Fleck bleibt. Nun, ich habe den Raum gesäubert, also werde ich jetzt den Gang säubern. Rex! Wer ist da? Wollt ihr mit sauber säubern? Lalala, hier säubert mit. Lalala. Alter. Gefreiter! Guck mal, gucken, unsere Fähigkeit Läufer, die wir gelernt haben, beschleunigt Bewegung aller Freunde. Das ist relativ gut, ist allerdings erstmal nur in Bossfights zu gebrauchen. Beziehungsweise hier bei diesen Fights ist das erstmal unnötig. Take this! Ihr tut im Übrigen gut daran, wenn ihr eure ganzen Heil-Items hier dabei habt. Denn das werden wir gleich sehen. Die sind sehr wichtig. Oh, Feuerlöscher, komm, wir können uns ja gleich heilen. Und Vegeta, Justin. Wie wär's noch mit? Ach, wir haben noch gar nicht Heulerschlag gesehen. Na, komm mal, Heulerschlag. Haben wir noch gar nicht gesehen. Mach ich auch mal. Lol. Synchronfallen. Das hat was für sich. 12,24 bei Winterzug. Richtig schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und die Typen lösen sich auf. Und dann können wir weiter. Denn hier gibt es noch eine Truhe. Eine O-Uniform. Eine Oberstuniform oder irgendwie sowas ist das, ne? 43 Selbstuniform, die kriegt Justin, oder? Ja. Mal gucken wir mal, wer die Rüstung da tragen kann. Du und du kriegst das. So. Alle verbessert. Ein hübsches Poster. Hübsches Poster. Pixel-Poster. Pixel. Kann man da jetzt. Das muss ich mal eben testen. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Kann man hier raus? Nein, kann man nicht. Ich war mir nicht ganz sicher, das kann man erst später. Wir sind ja noch eine Weile hier in dieser Basis. Die Dachluken hier am Klettern. Wieso? Da waren wir schon. Wieso bescheuert, ey? Aber muss man überlegen. Wir sind in einer Militärbasis. Das hier ist eine Militärbasis. Und du kannst einfach durch sowas hier durch? Bitte? Wo kamen wir denn jetzt her? Warte mal. Ja, ich würde gerne noch mal eben. Warte mal. Müssen wir erst. Ne, wir müssen erst. Ah, doch, wir müssen. Wir können erst hier rein. Wir müssen den Humanoiden ja erst holen. Hm. Wenn du diese Knöpfe drückst, öffnet sich die Tür. Lass mal sehen. Erst. Rechts. Und dann. Rechts. Lass sehen. Jetzt den dritten. Links. Der vierte ist links. Und der fünfte. Runter. Der sechste, hoch. Ruhig Blut, ganze. Der siebte, runter. Ist der letzte, richtig? Der achte, hoch. Yeah, offen, genau wie die drei gesagt haben. Der Gesichtsausdruck. Du musst sie auch wechseln sehen. Das stimmt. Was? Warte mal eine Minute, Fina. Oh, Justin, du bist unmöglich. Zu, nicht auch noch du. Los, schnell, lass uns den Jungen retten. Nicht das Thema wechseln.